Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir sind in diesen Lavos-Spawn geraten und naja, wir müssen gucken, was wir hier am besten machen. Ich möchte mal versuchen, mit Wasser anzugreifen. Wieso sind das eigentlich zwei? Ach so, wir dürfen die Schale nicht angreifen. Verstehe. Nein, ich will einschläfern. Puh. So, Pure Wind bitte. Angreifen. Den Mut. So, alle sind geheilt. Ja, nein, ich verwirren. Slavo ist natürlich verwirrt. Guck, meine ich. So, wir haben hier doch Items, die das wegmachen. Meine Güte, diese Attacke ist viel zu stark. Okay. Robo, macht mal einen Healbeam. So, können wir irgendwas zusammen machen? Was, wie wär's mit dem Glacial Freeze? Da müssen wir erstmal auf Mali warten. Nein, Glacial Freeze wollte ich haben. Das war nur für einen. Hui, das hat reingehauen. Und hier gibt's wieder irgendwie so eine Explosion. Okay, wo ist jetzt unser Heiler mit Healbeam? Ihr beiden greift Magie an. Man muss immer nur die Strategie der Gegner durchschauen. Dann kriegt man das auch hin. Übrigens, Lavos sieht übrigens auch so aus. Das haben wir ja schon genau gesehen. Nur 100-mal größer. Gut, dass sie jetzt alles hat. Dass sie nicht einschläft. Ja. So. Glacial Freeze bitte. Lava Spawn. Sieht eigentlich aus, als ob wir sogar auch mal wieder ausmachen kann. So. Rapid Power Fist. Oh, sehr schön. Wir haben ihn besiegt. Das war überraschend. Wir sind ja Truhe, was Cooles. Gigaton-Arm, cool, neue Waffe für Woho. Na? So. Okay. Aber bevor wir jetzt weiter durch diese Höhlen gehen, möchte ich doch lieber erst nochmal das Außen erkunden. Jetzt seid ihr wieder hier. Na egal, wir kriegen euch schon klein. Wir haben einen verdammten Lavaspawn besiegt. Da kriegen wir doch wohl so ein paar einfache Monster fertig. Das mag ich einfach an JRPGs. Die haben meistens einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Viele Spiele werden ja leicht, aber JRPGs, die sagen, scheiß drauf, nimm diese harten Monster. Vor allem der optionale Inhalt, den JRPGs meistens haben, der wirklich so super knallhart ist. Ich hab noch so viele JRPGs zum Spielen, als nächstes werde ich glaube ich mal wieder Zelda spielen. So, haben wir einen Barrier Ring? Hatten wir so einen schon mal? Ich gehe schon wieder falsch! Wolknarf? Magic Defense ist das auch so. Ich dachte, das müsste vielleicht die ganze Zeit Dings machen, was war das? Shell. Aber tut's nicht. So, okay, hier sind wir fertig. Jetzt weh, dieser Lavaspawn ist wieder hier. Wehe. Nee, ich denke, Bossgegner bleiben weg. Und hopp, wir sind wieder auf dem schneebedeckten Berg und Fock wollte sich nicht bewegen. Ich habe das Gefühl, wir sollten den irgendeine Combo-Attacke vor den Latz knallen, aber welche? Doch, ihr könnt auch diesen Crimson Rain. Ach, wir hauen einfach drauf und Marley muss sich heilen. Sure, reicht. Sie braucht auch bald mal einen Äther. Sollte man wieder einkaufen. Vor allem muss ich besser auf meine Uhr. Scheiße, Bobo, das war stark. Das war stark. Und hopp. Ich war auch Bock. Irgendwie schwebt der gerade so unheilvoll über unseren Köpfen.
noch davon quitt gewesen von Bobo, aber trotzdem cool. Hör doch mal auf, diesen Blutregen zu machen. Aber er ist ja nicht besonders stark. Kein einziges Level-Up. Ich bin irgendwie enttäuscht. Und hopp. Hier meine Truhe. Oh, das ist bestimmt für Fox. Kann sein, dass die Sachen befüllt sind, die wir am besten gebrauchen können. So, also die Charaktere, die wir gerade dabei haben. So, wir haben das Schwert und... Ach so, nur ihr. Hab ich mir gedacht, was kommen denn jetzt für neue Gegner? Aber es ist nur das Blut, der Blutdotter. Das blutige Ei. Trotzdem hauen die Gegner ja ordentlich rein. Das sieht so, sieht das aus, ist das erste Mal, dass ich genau hinsehe, wie die das machen. Damit hätten wir den ersten schon erledigt. Also auf dem Gipfel kommt, glaube ich, kein Boss mehr, wenn wir schon die Lavospawns hier in der Höhle haben. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein oder zwei weitere kommen. Uns wurde ja auch gesagt, Uri, dass sie hier sind. Und dass das auch der Grund ist, dass die Zukunft nicht heilt, sozusagen. So, da kommen wir her. Das heißt, wir müssen hier raus. Eigentlich doch recht linear, ja, auch wenn es nicht so aussieht. Hier ist was. Ach, jetzt habe ich da eine Höhle geöffnet. Na dann zurück. Zurück mit uns. Zuerst mal müssen wir kämpfen. Gegen blutiges Ei. Sie haben es wieder getan. Das war Kufok. Genau 600. Schön. Ein Wobo. Gut gemacht. So, nochmal Fock. Hat Mali eigentlich irgendwas getan? Ich meine, mit Magie kann sie besser angreifen, aber die beiden Kämpfer hier sind stark genug, da soll sie ihre MP zum Heilen aufsparen. Und schön, wir hatten Level-Ups. Okay, jetzt müssen wir den ganzen blöden Weg zurückgehen. Und die ganzen blöden Gegner nochmal bekämpfen. Sei geruhig! Ich glaube, Mali wird sich gleich mein Esser geben. Ich meine, sie hatte eh nichts Besseres zu tun. Und Fock ist so gut im Quitten, ich liebe es. So, mit Esser für Mali. Und jetzt greift Turbo an. Sag mal, das Skelett da unten hat aber gerade gesponnen. Rollenspiele und Skelette als Gegner, die sind echt generisch. Ich glaube, Watch Mojo hat mal eine Liste gemacht für den Top 10 Generic Enemies in Videogames. Tja, also ganz oben dabei waren die Zombies. Ist ja auch kein Wunder. Zombies sind sowas von generisch. So, jetzt gehen wir in die Höhle, nachdem wir diese Gegner besiegt haben. Lasst uns doch endlich in Ruhe! Hey, Fock hat bis jetzt kein einziges Mal weiter Schaden genommen. Uff, das hat jetzt aber reingehauen, Mali. Dein Pfeil war diesmal ganz schön stark. So, hör doch auf damit. Und hopp, das haben wir. Gut, hier haben wir jetzt die Tür offen. Oder eher den Höhleneingang. Eine Tür ist das nicht. Hier ist die Truhe. Der Jan-Zickel, was soll denn das sein? Ist das für irgendjemanden eine Waffe? Gablaster? Ist klar. Keine Ahnung, wir schauen mal. Bei Gegenständen. So, mal sehen. Ist auf jeden Fall bei Gegenständen dabei. New Info. Weapon of Underworld Design. Ja, aber für wen? Ja, na, eigentlich nur für Chrono sein. Kein Kommentar zu dieser Aktion.
Mann, nur ein Einzelner. Nur ein Einzelner. Wir haben noch Zeit. Diesmal schaue ich auf die Uhr. Oh, da ist wieder ein Double Spawn. Nein, ich wollte vorher heilen. Na schön, wir machen gleich mal einen Cure-Wind, bevor du uns hier gleich kaputt kriegst. Das wird knapp. Shit. Also, nee, zuerst Robo. Du machst zuerst ein Sendian Water auf Marley und du machst Heal. So, jetzt müssen wir uns gleich aufheilen mit Cure Wind. Wieso ist das hier plötzlich so dunkel geworden? Ah, verdammt, Robo ist noch nicht so weit. Cure Wind. Da. Und Zufrock, wir warten, dass Marley so weit ist. Wohl. Nein, ich habe die Schale angegriffen. Shit. Muss ich nochmal einen Cure-Wind machen. Und ein Stobo-Einschläfer, bitte. Shit. So, das heißt, wir machen einen Heal mit Fock. Und Marley benutzt ein Panakea auf Robo. Ach, meine Güte, da müssen wir uns wirklich, wirklich anstrengen. Jetzt ist Fock auch noch confused. Er hätte hier am stärksten zuhaut. Und jetzt hat auch noch die Schale angegriffen. Das hat Marley natürlich wieder umgebracht. Okay, wir sind tot. Oh, Fock lebt noch. Irre. Du musst sofort ein Cure 2 auf mich machen. So, und jetzt müssen wir die anderen wieder aufstellen. Erst Marley. So, ihr müsst euch heilen, ihr müsst euch unbedingt heilen. Wo ist... Achso, der hat ja nur Cure 2. Wir haben noch kaum angreifen können, nur wegen meines dummen Fehlers. So, jetzt schnell Cure 2 auf Marley. Ich denke, sie stellen wir dann Bobo wieder auf. Sehr gut, diesmal hat's. Wo ist mein Ascendian Water? Oh Gott, ich habe gar nicht mehr so viele davon. Leute, das wird knapp. Shit. So, Q2. Ich hoffe wirklich, dass danach mal ein Speicherpunkt kommt. So, wer als erstes dran ist, stellt Fogo auf und der als nächstes dran ist, der heilt. So, jetzt müsst ihr erstmal warten, bis er aufgestellt ist. So. Und jetzt machen wir dieselbe Taktik wie vorhin. Nicht Item diesmal, sondern Combo. Das Heal Freeze auf den Mund. Und Heal Beam. Und Robo. Boah, das ist eine harte Stelle. Das ist wirklich hart. Gut, gut, dass ich mal dieses Galas Amulett gegeben habe. Das hilft uns wirklich gegen diese Viecher. Wirklich, wirklich sehr. Ich vor. Verdammt. Also, Patakea, auf Bock bitte. Oh, was Dummes macht. So, Heal Beam. So, wahrscheinlich fallen bald wieder die Nadeln. Sie kommen. Oh, sind die stark. So, Combo, Messier Freeze. Heal Beam.
Und als nächstes brauchen wir mal MP für Fock. So, das heißt, Fock darf angreifen. Mali darf ihm dann ein Ether geben. Und Bobo darf heilen, wie immer. Welcher Item? Du machst Healbeam. Und du machst deinen Mitesser auch Fock, bitte. Und danach gehen wir mal einkaufen. Also, wenn wir hier fertig sind mit allem. So. Mali braucht dann jetzt auch wieder ein Ether. Wir wollen ein Glacial Freeze haben. Gut, das hat diesmal ausgereicht. Aber sehr gut, wir haben ihn besiegt. Das war heftig. So, jetzt wollen wir mal alles zusammen. Also mit Essa. Mali kriegt eins und noch eins. Bob kriegt eins. Und Bobo kriegt eins. Ich überlege mir, dass es noch ein drittes von denen gibt. Der Pfad hier ist eisig. Ist eisig. Und glatt. Seid vorsichtig. Fallt und ihr werdet wieder von vorne anfangen müssen. Na, wenigstens gibt es inzwischen einen Speicherpunkt hier unten. Das hätte ich gar nicht die ganzen Isser nutzen müssen. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir da fallen, wenn ich mich aufhöre zu bewegen. Brauchen wir nur, dass wir diesen Lava-Spawn nicht nochmal besiegen müssen. Okay. Was hätten wir? So weit weg ist es ja gar nicht. Wenn ich ohne, dass ich jetzt speichern konnte. Oh, du blödes Ding. Wir haben noch 2 Minuten. Ich würde versuchen, über den Pfad zu gehen. Ich schwitze hier Blut und Wasser. Okay, ich schwitze tue ich sowieso bei der Hitze. Was will man machen, wenn man sich beschwert, wird's auch nicht besser. Ach, Fork, wieso war's denn jetzt so voreilig gewesen? Wir werden es schon hinbekommen. Ich hoffe, ich kann jetzt an diesem Gegner vorbei. Ich will den nicht jedes Mal besiegen. Jawohl. Heide. Vielleicht mache ich das doch lieber mit dem Steuerkreuz. Ich glaube, mein Mann kommt gleich heil, weil meine Katze geht gerade Richtung Tür. Und wenn sie das macht, heißt das, mein Mann ist auf dem Weg. Oh shit, eine Gegner gerannt. Ja, ich glaube, ich höre, wie die Tür aufgeht. Jawohl, er steht vor der Tür. Da der Part eh gleich vorbei ist, mache ich dann hier mal eine Aufnahme. Stopp. Wir müssen ja eh noch über dieses blöde Ding. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.